Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen HelloFresh Video mal wieder. Ist schon lange nicht mehr gewesen. Entschuldigung, weil die Kinder essen ja, die Große ist in der Schule, die Kleine im Kindergarten. Aber jetzt in den Ferien, ja, am Wochenende sind wir halt erstmal mal bei Oma oder was weiß ich. Da lohnt sich das halt nicht, so eine feste Box zu haben. Und jetzt sind aber Ferien bei uns. Und jetzt hat Frauchen gewünscht, sich, dass wir wieder HelloFresh nehmen, weil wegen Qualität und Preis-Leistung. Und Qualität war, also wie gesagt, wir haben jetzt schon lange keine HelloFresh-Box mehr gehabt. Ich bin mal gespannt, wie es gleich werden wird. Ich habe einen trockenen Hals, wir kommen gerade vom See. Über 38 Grad sind heute bei uns. Was haben wir jetzt für den Monat? August? Nee, 4. August haben wir heute. Donnerstag, 4. August. Und bei uns waren 38,5 oder was weiß ich. Jedenfalls unerträglich. Aber wir waren schön am See. Und ja. Aber hier ist wieder schön warm. Ich kann jetzt auch nichts anmachen, weil wenn ich den Lüfter anmache, wird es zu laut. So. Ich habe mir auch Josie zu Hilfe geholt. Also nächsten Boxen werden wieder denn mit Frau und Kindern sein. Mein neues Messer, was ich im Odimar Shop mir gezeigt habe. Sauscharf, richtig geil. Bloß jetzt macht Frauchen die Kleine gerade fertig. Die ist richtig knülle. Wir hatten heute früh nur erst Termin, musste ich zum Lungenarzt. Meine Lunge ist etwas besser geworden. Und dann sind wir zum Zahnarzt, die Karte von der Kleinen abgeben, weil er letztens im Mund geguckt hatte und ich hatte die Karte ja nicht bei. Und ja, dann sind wir gleich an den See gefahren und wir sind jetzt, warte mal, wie viel, jetzt haben wir 20.12 Uhr. Und wir sind seit kurz vor 14 Uhr oder sowas am See. Und ich ist richtig knülle, richtig knülle. So, was haben wir denn hier alles? Hier haben wir einmal Brötchen, Burger. Ach ja, stimmt, ich hatte ja diese Burger bestellt. Diese Burgerbrötchen. Die sehen auch richtig gut aus. So. Wenn ihr euch fragt, jetzt, warum, wie das jetzt sein kann, ist jetzt abends und so, der kam ja bestimmt Vormittag, liegt ja bestimmt dann vor der Tür oder so. Nee, die Große hat angenommen. Die kam heute zwischen, also stand da halt zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr mit DPD-Kamps. Und Josie hat es dann angenommen und wir hatten in dem Kühlschrank so viel Platz geräumt, damit das Paket komplett reinpasst. Weil ich gesagt habe, dass ich halt dieses Video machen will. Einmal Porri. Oh Gott. Gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Josie! Hoppala, das war eine Flasche. Das ist eine Box. Zweite Box. Dritte Box. 28. Was haben wir hier? 5. Ich packe jetzt erstmal alles hier hin. Und dann kann ich euch das zeigen. So, ach, hier ist nochmal Porree. Nee, Lauch ist das. Lauch, oder? Porree, Lauch, Lauch. Hackfleischkäse, Lauch, Lauch. So, und dann haben wir hier. Fragen ja dann. Oh, da ist denn hier noch der Beutel. Mit dem kleinen Zeug alles. Und hier ist die Postkarte. Oh, das wäre ein bisschen. Ne, ist doch nicht was darauf gekommen. So. Also hier ist so ein Stoffbeutel, für die es nicht kennen. Das ist so eine Art Papierstoff und da sind Öko-Kühlpads drin, also Plastikbeutel mit gefrorenem Wasser. Und da sind die ganzen kleinen Sachen drin. Da kommen wir gleich dazu.
Ah, da muss noch irgendwo Burger sein, weil. Ach nee, wir haben ja für zwei. Ich habe ja nur für zwei bestellt. Also ist halt nur zwei Burger. Einen für mich, einen für Josie. Da müssen wir, bei so einem Gericht ist dann halt doof für die Kleine. Müssen wir gucken. Hier. So, wir haben hier die 28, die 30, die 5, die 29. Und die 34. Mit den Nummern hat es was auf sich, mit denen, das sind die Gerichte. Man hat halt viele Gerichte zur Auswahl. Ich habe es euch ja im Stream schon mal gezeigt. Man hat wirklich viele Gerichte zur Auswahl. Auch vegane Gerichte hat man zur Auswahl. Und laktosefrei und was es da alles so gibt. Und da könnt ihr euch dann aussuchen. Und dann halt für ein, für zwei, für drei, für vier Leute. Nee, eins, zwei, vier. Oder nee, drei, vier. Drei, eins, zwei, drei, vier. Genau. Und dann könnt ihr auch sagen, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage oder fünf Tage. Mehr als fünf Tage geht nicht. Aber jetzt haben sie die Möglichkeit dazu gemacht, dass man ein weiteres Essen dazu bestellen kann. Also da hast du dann deine fünf Gerichte auf der Webseite und dann hast du dann noch ein zusätzliches Gericht buchen. Und dann kannst du eine sechste Speise aussuchen, hast du für 6 Tage Essen. Ob dann auch eine siebte funktioniert, das weiß ich nicht, habe ich nicht getestet. 5 Tage reicht für uns komplett aus, weil wir essen ja sowieso nicht jeden Tag zu Hause in den Ferien. So, machen wir mal hier mit dem neuen Messer auf. Aber diesmal ist nichts rausgefallen. Beim letzten Mal, da hatten wir einen Magneten mit bei. Also damals war mal ein Magnet mit bei. Den haben wir im Flur gefunden. Aber ja, der ist dann irgendwie aus dem Paket gefallen. Und wir haben das Familienpaket. Ich werde euch das auch unten drunter verlinken. Ich kann ja Werbung machen für HelloFresh über mein eigenes Dings. Und da habt ihr was davon. Ihr könnt einen Rabatt kriegen. Also ich werde das mal verlinken unten drunter. Und ich habe was davon, wenn ihr das macht, dann kriege ich auf meine nächste Bestellung, glaube ich, 5 Euro Rabatte oder sowas. Ich habe keine Ahnung. So, HelloFresh schenkt dir 90 Euro. Erhalte 20 Euro. Du bist von unseren Kochboxen begeistert und möchtest das deinen Freunden. Dann schick deinen Freunden bis zu 90 Euro. Ach so. Rabatt und erhalte selbst 20. Ich krieg 20. Ach so, ich kann euch 90 Rabatt geben und ich krieg 20. Gutschrift auf deine nächste Kochbox. Ich habe da noch 25 Euro drin. Hier dein Gutschein, dein individueller Gutscheincode. Ah, den könnte ich euch sagen. Du erhältst 20, ja, den packe ich einfach mal in die Videobeschreibung und dann, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, hat dann halt Rabatt. So, hier haben wir dann halt die Karten mit den verschiedenen Essen. Eins, zwei, drei, vier und das sind nochmal fünf. So, ich würde sagen, wir machen das einfach mal nach Nummern, wie sie das gemacht haben. Muss mir das mal hier ein bisschen sortieren. Nächstes Mal mache ich es wieder auf dem Fußboden, aber jetzt war halt alles ein bisschen knapp von der Zeit her. 28, 29, 30, 34. Ich war jetzt war alles ein bisschen knapp von der Zeit halt. Wie gesagt, wir sind frisch vom Baden und eigentlich wollten wir das heute Mittag schon machen, aber bei der Hitze kannst du ja hier nicht aushalten. 38,5 Grad, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich habe mir Vitatrix, habe ich mir von Lidl, von Edeka geholt. Das hatten sie auch mal bei Netto und überall. Jetzt nur noch bei uns bei Netto. Habe ich mir jetzt alle Sorten mal geholt, eine Flasche, außer halt Apfel. Da habe ich mir einen Sixer geholt. Zum Kosten. Sternfrucht schmeckt auch ganz interessant. Kirsche ist okay. Ist auf jeden Fall besser geworden. Hat nicht diesen pelzigen, wisst ihr doch, Kirsche, Wasser mit Geschmack, mit Kirsche, hat bei den meisten Anbietern, das schmeckt dann immer, hat dann so einen leicht pelzigen. Ja. Oh, tut das gut. Und nein, ich kriege dafür kein Geld. Ich habe es selber bezahlt. Also HelloFresh habe ich selber bezahlt. Habe auch keinen Gutschein gekriegt, dass ich das Video mache oder sonst irgendwas. Ich habe einen Gutschein gekriegt, weil ich da angemeldet bin auf der Webseite.
Und weil ich schon lange nicht mehr bestellt habe, haben sie uns geködert mit. Da kam dann nämlich die E-Mail. Normalerweise kommt dann immer, hier hast du Rabatt, die erste 30, die zweite 20% und dann jeweils 5, nee Quatsch, 20%, 10%, 5, 5 oder 30, 10, 5, 5 oder irgendwie sowas wartet. Aber diesmal, deswegen haben wir es überhaupt gemacht erst, weil diesmal kam eine 30% Rabatt auf 4 oder 5 Pakete, 4 Pakete, 4 Pakete. Und da konnten wir uns nicht entgehen lassen. Und beim ersten Paket so ja, da so ja versandkostenfrei. Beim dritten, beim zweiten, dritten, vierten halt glaube ich nicht. Aber jetzt beim ersten ist versandkostenfrei und danach halt geiler Preis. Für Preis-Leistung ist auf jeden Fall geil. So, also ich sag euch jetzt mal die Richte. Wir haben, also wir mal quatschen einfach locker. Also nicht wundern, dass das Video weit länger ist. Also ihr kennt mich. Selbstgemachte Hähnchennuggets, och Mausi. Selbstgemachte Hähnchennuggets, das wäre jetzt Gericht 5. Ich zeige euch jetzt mal die Karte. Ich zeige euch jetzt nicht überall, wie man es zubereitet und so. Das ist die Karte, die kriegt man denn. Da steht dann hier oben die 5, dass man den passenden Beutel nimmt. Der ist dann auch so beschriftet. 5. So. Die Lebensmittel zeige ich euch natürlich auch. Und dann haben wir hier, welche Sachen wir halt für die Lebensmittel, für die Zubereitung brauchen. Die sind in dem Beutel oder halt in diesem Beutel mit dem kleinen Zeug. Und hinten haben wir dann Zutaten für 4 Portionen. Ach nee, Zutaten für 2 bis 4 Personen. Die Karten sind nämlich gleich alle. Da hast du dann einmal, hast du dann halt 3 Spalten, 2 Personen, 3 Personen, 4 Personen. Ja. Und dann halt hinten, wie man es kocht. Und laut diesem Ding hier, Family, 30 bis 40 Minuten. Steht hier oben, also wie lange man für ihn Gericht braucht. Also ist jetzt nicht so, dass man da 3, 4, 5 Stunden in der Küche sitzen muss. Die sind alle dafür ausgelegt. Also die gibt es halt Kategorien Family und Genießer und Vegan und was weiß ich. Aber bei Family ist es ausgelegt, dass es 30 bis 40 Minuten, weil die Kinder ja schnell essen wollen und so. Und dass es reichlich, also ist, weil damit für die Kinder halt, dass immer Kalorien und so. So, also 4580 Kilojoule. 1095 Kilokalorien. Tag 3 kochen. Ja, das soll man Tag, ne? Tag 3 kochen. Tag 3 kochen. Tag 2 kochen. Tag 3 kochen. Ach so, die sind wann man die machen soll. Also den Burger müssten wir zuerst machen, weil da steht nur 2 Tage. Donnerstag, Freitag. Also heute kam es ja. Okay, ist ja bei Samstag. Ja, dann müssen wir Freitag machen. Ach, nee, Quatsch. Freitag, Samstag. Wow, das wird knapp. Samstag sind wir zum Essen eingeladen. Ja, muss Frau sich was einfallen lassen. So. Dann haben wir hier die Nummer 28. Frische Lauch-Basilikum-Pasta. Also so lecker, wie das da aussieht, kriegen wir das natürlich nicht hin. Da brauchen wir uns nichts vormachen, wa? Dann haben wir vegetarische Koma Curry aus dem Ofen. Das habe ich aber nicht ausgewählt. Definitiv haben wir das rausgenommen und gegen was anderes ersetzt. Ich hasse Curry. Außer auf der Currywurst. Naja. Ofenschießburger mit Kartoffeln. Quesadillas de Polo mit Mais. Die haben wir auch rausgenommen.
Definitiv habe ich die rausgenommen und was anderes, das weiß ich noch. Also ich muss jetzt doppelt überprüfen. Vielleicht nicht gespeichert oder so, aber die habe ich, ich habe ja nochmal nach, nee, ich habe gespeichert, habe ja nochmal nachgeguckt. Aber das waren zwei Gerichte, die ich definitiv rausgemacht habe. Aber naja, okay. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass Frauchen das unbedingt will, damit wir andere Sachen lernen, mal essen und nicht immer das Altbekannte und was gleich ist. So. Wir fangen einfach mal mit dem großen Sack hier an. Den machen wir auch so, wie er ist, kommt ja bei uns im Kühlschrank. Weil das hält dadurch auch länger. Die Dinger sind halt noch gefroren. Ja? Die sind auch hier rangemacht. Das ist jetzt hier. Ich mache mal kurz das Gummi ab, um euch das auch zu zeigen. Das ist Hack. Aus Rind und Schwein. Hackfleischzubereitung aus Rind und Schwein. Also sieht geil aus von der Farbe her. Hat eine sehr schöne Farbe. Das sind jetzt 300 Gramm. Also die Sachen, die sind, HelloFresh packt das auch halt extra nochmal in kleinere Packungen. Logischerweise, die machen das für jedes Gericht einzeln. Die bestellen große Mengen und in einer sehr guten Qualität und machen das dann halt, hier brauchst du halt nur 300, kriegst du 300, bist eine Person mehr, kriegst du 400. Das ist alles wirklich abgewogen. Und was ich euch aus Erfahrung berichten kann, es ist nicht so wie bei dem Hackfleisch aus dem Supermarkt. Du machst 500 Gramm rein, kriegst 200 oder 300 Gramm raus. Da machst du 300 Gramm rein und es kommt so gut wie kein Wasser raus. Wirklich richtig geil. Dann haben wir hier saure Sahne. Da ist auch überall das HelloFresh-Logo. Sieht da. Weil, wie gesagt, die bestellen große Mengen und verpacken das separat nochmal, damit das halt für jeden passend. Oh, das Fleisch sieht auch wieder schön lecker aus. Das Hähnchen hier. Hähnchenbrustfilet. Hähnchenklasse A. Sieht man das? Und hier ist er. Dieses Produkt stammt aus einem teilnehmenden Betrieb der Initiative Tierwohl, initiative-tierwohl.de. Ah, kann man denn so ja nachgucken. Cool. Also, wie gesagt, gutes Fleisch. So, was haben wir hier? Sahne-Joghurt mild. So, was haben wir hier noch? Mozzarella. Oh, hier haben wir nochmal Hähnchen, oder? Nee. Doch. Hähnchenfilet, 250 Gramm. Aus Deutschland, Niederlande. Was? Geschlachtet in den Niederlanden. Achso, aufgezogen in Deutschland, geschlachtet in den Niederlanden. Steht so hier drauf. Und HelloFresh Deutschland und dann halt die HelloFresh-Adresse, wenn man zu dem, was haben wir? Oh, sieht auch sehr, sehr lecker aus. Also wirklich ganz zart. Einmal Mozzarella nochmal. Hier nochmal Naturjoghurt. Käse. Hartkäse italienischer Art. Hier nochmal Käse zum Streuen. So. Und das andere sind dann halt hier noch so eine Platten, damit das halt alles frisch bleibt. Verteile das jetzt mal wieder hier. So.
So, und hier, jetzt steht hier drauf, sie mich aufgerissen. Ich bin cool und nachhaltig. Ich bin cool und nachhaltig. 96% Recyclepapier für gewohnte frische Qualität. Ja. Josie? Einmal abnehmen und der kann so ins untere Fach, denke ich. Vorsicht. So, dann würden wir, ich sagen, machen wir mal Tüte 5 auf. So, wie gesagt, ihr müsst dann halt, wenn ihr die Tüte aufmacht, müsst ihr halt gucken, was ihr alle braucht. Weil einige Sachen, wie gesagt, mit Joghurt und so, ist dann halt da in der Tasche, aber sonst ist alles, was ihr sonst braucht, halt hier drinnen. Ich packe erstmal wieder alles aus und zeige euch das. Und also ein paar Sachen gehen sie davon das aus, dass ihr die selber zu Hause habt, wie Salz, Pfeffer und so. Das steht dann aber auch drauf. Hier haben wir jetzt Gemüsebrühe, Senf mittelscharf von was? Divelli. Ja, ich nehme immer Bautzner-Senf. Also bei mir gibt es hier nichts anderes. Aber hierfür nehmen wir dann halt das, was mit bei ist. Gemüsebrühe. Hello Curry, 2 Gramm. Dann eine kleine Frühlingszwiebel. Eine Packung Nudeln und zwar auch mit HelloFresh Logo Pasta 270 Gramm. Und hier haben wir dann noch Panko-Mehl oder so. Doch, Panko-Mehl, 50 Gramm. Naja, die werden uns jetzt schon sagen, was wir damit machen sollen. So, das ist Gericht Nummer 5. Josie! Ach so. Die Sahne habe ich vergessen hier. Kochsahne. 15%. Die war auch mit bei. So. Ich mache das mal so klein wie möglich, weil das jetzt irgendwie, dass da mehrere dann in ein Fach passen. So. Soll ich jetzt für jede Tüte immer wieder kommen? Wenn du weggehst, ja, du kannst dich auch hinsetzen. So, dann würde ich sagen, Nummer 28. Oh, jetzt habe ich in die Tüte geschnitten. Ja, meine Frau wird sich freuen, dass das sowieso so ein Zeug ist. Ach, ich reg das auf, dass ich halt eine Kette noch mal kontrollieren müssen, ey. Naja. Ärgerlich. Dafür gibt es beim nächsten Mal mehr Fleisch. Egal, was sie sagt. Dann schmeiße ich ein paar andere Gerichte raus, gibt es Fleisch. Creme mit Basilikum und Mozzarella. Gemüsebrühe. Dann haben wir hier dosiert, ja. Basilikum und irgendwas anderes. Ist aber klein geschrieben, kann ich jetzt nicht lesen, sorry. So, dann haben wir hier wieder Nudeln, 270 Gramm.
Dann haben wir Tomaten. Kirschtomaten rot. Aber eigentlich im Prinzip ist es ganz gut, weil ich wollte ja sowieso jetzt gesünder essen. Blattspinat. Und ich denke mal Petersilie. Bio. So mit Erde. Ach, Bio-Gartenkresse. Das ist dann halt so ein kleines Ding. Müsste man dann auch. Ja, das ist ja sowieso gleich zum Verbrauch. Also die setzen viel auf Bio und nachhaltig. Und ich sag euch so wie das ist, mir ist das vollkommen scheißegal. Ich bestell nur, weil die Qualität geil ist und die Gerichte mal was anderes für die Kinder sind, als halt Gemüsesuppe, Kartoffelsuppe, Gulasch, Kartoffel mit Quark und so die ganz normalen Gerichte, was man halt immer kocht, immer wieder, weil es den Kindern schmeckt. Und so lernen sie dann halt mal was Neues kennen und Frauchen ist halt begeistert von der Qualität. Das war dann halt gesund. Josie! Weil die Qualität ist wirklich tipptopp. Oh, jetzt kommt ein Beutel, der ist wirklich was schwerer. Oh, was haben wir denn da alles drinne? Ah, hier haben wir dann halt Kartoffelchen. Auch die sind ja mickrig. Also da müssen wir noch Kartoffeln dazu kaufen. Soll ja satt machen. Also da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Kartoffeln. Da müssen wir wahrscheinlich strecken oder so. Nur mal gucken. Versucht jetzt mal hier gleich wieder so reinzupacken. Gurke. So. Oh, der ist schon gerissen unten, der Beutel. Der ist hier unten komplett gerissen. Dann haben wir hier Tomatenmark, oder? Ja, Tomatenmark. Kokosnussmilch. Ja. Dann, achso, das muss ich anders machen. Sehe ich ja gerade. So. Dann eine Zucchini. Hello Curry, 5 Gramm. Das ist ein bisschen klamm. Koma passiert. So. Josie macht die Glotze aus. Den ganzen Tag sitzt die da froh. 2 Möhren. Almonds. Was ist Almonds? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann mir einer sagen, 2x Almonds mit bei. Vielleicht weiß einer, was Almonds ist. 2x 10 Gramm ist da mit bei. Dann haben wir hier halt praktisch von dem Planbrot 2 Stück und hier Blattspinat. Ich kann ja auch noch mal so eine Dinger extra kaufen und dann können sie die beiden hier mit dem gesunden Zeug belegen. Einen für Josie, einen für Juna. Und die extra Kurve, da hole ich mir vom Dönermann einfach Dönerfleisch und machen wir das zu Hause selber mit Döner. Nein, ich werde auch gesund essen.
Josi! Oh, ich muss mal aufpassen. Hier bitte aufpassen, hier ist hinten kaputt. Mach ich. Was hast du denn da? Ist denn mein Krieg? Na, Krieg der Welten. Ich dachte schon hier. Meine Game of Thrones T-Shirt wieder gemopst. Er musste so aufpassen. Letztens war ich an meinem Schrank. Keine Socken mehr da. Also Sneakersocken. Ist ja warm. Dann nimmt man ja kürzere Socken. Keine Socken mehr da. Alle weg. Hat der Hamster gefressen, die Katze gefressen, abgebrannt. Ich habe keine Ahnung. Alle weg. Ich habe eine Sneakersocke drin gehabt, eine einzelne. Alle anderen weg. Dann hat Josie gesagt, hier komm, Sockenfach herbringen, komplett. Und dann habe ich gesagt, hier, zack, meins. Ja, die sehen gleich aus. Sag ich, wenn du auf der Rückseite unten guckst, da steht halt eine Schuhgröße. 43, 46 ist meins. 37, 39 ist deins. Ja, da hat sie sich von mir, weil sie ihre alle, sie macht die ja nicht zusammen. Sie hat ja alles wahllos und dann, wenn sie keinen Bock hatte zu sortieren, dann geht sie bei mir ran und klaut sich einfach meine Socken raus. So, hier haben wir nochmal so ein Quesadilla-Zeug. Hier haben wir eine schöne Paprika. Eine rote Zwiebel. Das wird Mais sein. Sweet Corn, ja, ist Mais. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier Hello Fresh. Hello Fista Gewürzmischung. Achso, die setzen alle Hello wegen Hello Fresh dazu. Also Fista Gewürzmischung von Hello Fresh. Heißt dann halt Hello. So, dann hier noch eine Tomate. Eine große. So ein Stück Knoblauch. Koriander. Und halt Zwiebel von den. So, dann machen wir das wieder rauf. Ja, da wird meine Frau sich freuen. Also ich bin sowieso schon mega happy, dass ich bei HelloFresh jetzt bestellt habe. Müssen wir dann halt nur gucken, Josie, wie wir das machen, weil wir haben ja auch einige Termine in den Ferien. Wir wollen ein Schmetterlingsmuseum und eine Kahnfahrt. Was? Schmetterlingspark? Park heißt das Ding? Hast du mir das nicht die letzten 3 Tage so gesagt? Heißt das Park? Ach so, Museum sind ja, da sind ja tote Viecher. Genau. Nee, Park, Schmetterlingspark. Da gehst du drin und da hast du Schmetterlinge, tropische Dinge. Und ich krieg schon jetzt schon Panik, wenn ich dran denke, wegen meinem Asthma. Und 2 Affen sind da wohl und dann irgendwelche chinesischen Rebhühner, die da halt die Polizei spielen. Es steht so auf der Webseite von denen. Also, ich bin mal gespannt. Josie war da schon, aber ich war da noch nicht. Josie, das dauert nicht lange, kannst schon kommen, hier ist nicht viel drin. So, wie war denn in dem Schmetterlingspark? Weiß nicht, du hast gesagt, du warst mit der Schule da und du warst mit deiner Nichte da. Cousine da. Meine Nichte, deine Cousine. Kann sein, aber da war ich vielleicht bei was anderem. So, hier Kartoffelchen wieder mit bei. Ja, sind ja auch kleine Kartoffeln. Du kriegst ja noch was dazu. Ja, ich finde es auch, also eigentlich ist es immer reichlich. Also diesmal sieht es ein bisschen knapp aus. Müssen wir mal gucken. So. Also beim nächsten Mal, also wenn es diesmal knapp sein soll, also es war eigentlich bis jetzt nie knapp. Ich hatte bestellt und Tomate und nochmal eine rote Zwiebel. Und da war eigentlich immer genug mit drinne. Ich hatte, glaube ich, 3 Personen bestellt für mich, meine Frau und die Große. Und dann halt, da war immer noch eine große Portion halt mit bei für die Kleine. Naja, die ist halt nicht so viel. Blütenhonig und Senf. Das war's. Mehr ist hier eigentlich nicht drin.
Ich hab das auch, ich hab extra so viel Platz im Kühlschrank gemacht. Ich hab das auch viel, viel größer. Da passen ja wieder Wasserflaschen rein. Ich hab das viel, viel größer in Erinnerung, die Tüten und alles. So, und das auch mitnehmen. Das müssen wir für ordentlich verstauen. Oh, so. Oh, tut es gut. Jetzt habe ich gleich hier die ganze Zeit am See nicht so viel getrunken. Da war die ganze Zeit High Life mit der Kleinen. Die Große wollte nicht, die wollte nicht mit, die war hier zu Hause. Hat, und was hat sie gemacht? Natürlich PlayStation gespielt und Fernsehen geguckt. Aber es sind ja Ferien. Ja. Mehr war nicht. Ja, dann haben wir jetzt ausgepackt. Ja, Frauchen hier frei. Morgen muss ich nochmal arbeiten, deswegen ist alles ein bisschen Zeitdruck und so. Und wegen der Hitze. Und weil die Kleine fertig ist. Also Knülle ist. Beim nächsten Mal, weil die kommen ja vormittags. Da wird es dann wahrscheinlich, werde ich den Vormittag gleich das Video machen. Und da werden dann alle Kids mit bei sein. Also muss ich wieder viel verpixeln, weil irgendwelche Kinder um mich rumflitzen. Also nicht irgendwelche, meine Kinder um mich rumflitzen. Aber da könnte dann auch laut im Hintergrund werden. Müssen wir mal gucken. Ja. Ich würde mich dann hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wie ein Träumchen. Wie gesagt, ich mache euch den Link zu HelloFresh, mache ich euch unten rein. Ich packe euch den Code mit rein. Ich gucke mal, was ich noch so finde. Irgendwie, ich habe auch so irgendwie seine E-Mail-Adresse. Nee, irgendeinen Link mit. Oder nee. Irgendwas kann ich auf der Webseite auch generieren, um 2 Leute einzuladen. Oder keine Ahnung. Ich sehe da nicht durch. Ich packe euch alle in die Videobeschreibung. Wie gesagt, Qualität ist wirklich erste Sahne. Ich kann ja auch noch mal ein Video machen, wenn wir das erste Mal jetzt wieder gekocht haben mit HelloFresh. Vielleicht mal ein paar, wenn ich es nicht vergesse, mache ich ein paar Fotos für euch. Die packe ich dann auf Instagram und vielleicht mache ich es dann, zeige ich auch ein Video. Was. Müssen wir mal gucken. Ich bin jetzt aber erstmal wirklich weg. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.